Ja, hallo und servus, liebe LS-Freunde und LS-Zocker. Ja, heute gibt es wieder eine schöne Mod-Vorstellung. Ja, und wir haben heute mal wieder, oder nicht mal wieder, sondern das erste Mal einen Mähdrescher da. Und zwar einen Deutz-Fahr 7535 RTS, also ein schweres Gerät. Erinnert ein bisschen an den schweren Deutz-Mähdrescher aus LS13, aber das ist er garantiert nicht. Sieht schon mal um einiges geiler aus. Wir gehen in den Shop und schauen ihn uns erstmal an. Wir haben ein relativ schönes Bild, ein schönes Logo und eine schöne Beschreibung. Fruchtsorten, beide haben 571 PS, also enorm viel. Eine Kapazität von der mit den Reifen hat 9.500 Liter und der mit der Raupenreifung hat 9.650 Liter. Ja, Unterhaltskosten sind bei beiden 980 Euro pro Tag. Kosten der mit den Raupen kostet 230.000. Der normale kostet 205.000, was, denke ich mal, recht realistisch ist. Ja, dann haben wir die zwei Schneidwerke. Gut, die Bilder gefallen mir jetzt nicht so, aber naja, wie willst du es sonst machen? Wir haben hier ein 7 Meter Schneidwerk, finde ich, was völlig ausreichend ist. Und ein 12-Reiher Maisgebiss, was auch passt. Ja, wir steigen gleich mal ein. Und haben einen relativ normalen Standard-Sound. Also nicht schlecht und auch nicht, also, sag ich mal, normal, gut, in Ordnung. Wir können mit X natürlich, nee, mit O, sorry, können wir ausklappen. Also nicht mit X, sondern mit O. Wir können es ja hier mal kurz einblenden. Wie gesagt, mit. Nee, doch mit X, sorry. Mit X können wir natürlich die Maschine aufklappen. Ich hatte anscheinend, glaube ich, Y gedrückt. Ach, das braucht ein paar Sekunden. Jetzt verstehe ich das. Also wie gesagt, das Rohr lässt sich ausklappen und zusammenklappen. Und dann fährt hier der. Ein Trichter raus, der wo eben dann das Getreide in den Korntank befördert. Ja, wir haben, das sieht alles sehr schön aus, finde ich auch recht detailliert. Wir haben einmal das vorne, das Arbeits, nee, das, ja, das normale Standardlicht, dann vorne alle Arbeitsscheinwerfer an und dann eben hinten die Arbeitsscheinwerfer und das Rohrlicht und eben vorne die unteren Arbeitsscheinwerfer. Wir haben hier schöne Details wie diese Warntafeln oder eben auch diese den Feuerlöscher. Wir haben eine schöne Rundumleuchte, die, glaube ich, ja recht kopiert wurde aus dem New Holland, die auch eigentlich ganz gut aussieht. Gut, mir gefallen sie, wenn sie höher sind, besser. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste. Blinker haben wir natürlich auch. Funktionieren auch einwandfrei. Gehen wir mal in die Innenansicht. Und hier haben wir, also hier erleben wir was richtig Schönes, Freunde. Und zwar, wir haben hier wirklich eine sehr schöne Übersicht. Hier ist der Mähdrescher abgebildet mit den ganzen Lichtern. So viele sind es jetzt bei uns nicht. Hier ein Monitor mit Daten, hier ein zweiter Monitor mit Daten, der auch die Drehzahl und die kmh anzeigt. Also alles perfekt. Recht dunkel gehalten. Aber wir haben immerhin wirklich ein sehr schönes Cockpit, ein sehr geräumiges und detailreiches Cockpit. Zwar ein bisschen duster, aber weiß auch nicht, das ist irgendwie ein geiles Gefühl, hier drin zu sitzen. Man hat eine schöne Scheibe, ein sehr schönes Lenkrad und hier die rechte Konsole sieht wirklich auch fantastisch aus. Und wir haben hier auch eine Zahl, wir haben hier auch eine Übersicht. Dass wir einen Blinker anhaben, also auch sehr was Schönes. Licht wird nicht angezeigt, aber das wäre auch zu. Nee, guck dich mal das an, das Licht wird auch angezeigt, ist sehr verrückt. Frontlicht, Frontscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer und hinten Arbeitsscheinwerfer ist ja genial. Und natürlich wird es auch alles hell. Also, das ist wirklich innen, also wirklich der detailreichste Mähdrescher, den ich je gesehen habe. Also, ich wüsste keinen besseren. Wo das Grün, also diese Dreckschmutzigkeit, gut, die Texturen sind ja eigentlich, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja, die sind sehr gut, also da kann man wirklich nicht meckern. Das Grün hier unten sieht etwas, ja, so ein bisschen, also nicht, das gefällt mir jetzt nicht ganz so, aber die Reifen, alles top. Kann man nicht meckern. Wie gesagt, das Grün ist ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, sagen wir, das könnte man noch ändern. Aber sonst sehr detailreich hier, gut, die Leiter ist ein bisschen, ja, schräg verborgen da drin, aber das ist mir, glaube ich, auch relativ egal. Unten haben wir hier auch eine Anhängerkupplung, also wir können Schneidwerk transportieren. Nicht so zum Beispiel wie bei dem einen kleineren Case, Standardmähdrescher. Ja, und wir klauen uns mal kurz das Schneidwerk, klappen mal auf. Nein, wir klappen jetzt zu. Hier, Schneidwerk aufklappen. Das sieht auch sehr geil aus. Ich weiß nicht, ob das das originale New Holland ist. Scheint so. Wird natürlich auch Einzugsanimation haben. Schauen wir mal ganz kurz zum Terra-Truck, damit ihr das auch mal seht. Hier, so sehen eben die Raupen aus. Können wir kurz damit fahren. Sehen auch sehr geil aus, muss ich sagen. Also vor allem wirklich richtig protzig, wenn man sich den von vorne anschaut. Du, da kriegt man schon mit der Angst zu tun. Das ist schon wirklich ein schweres Teil. Vor allem die PS. Ich werde mir da ein bisschen den Korntank noch ein bisschen erhöhen. Ich werde den ein bisschen voller machen. So auch die 11.000, 12.000, ja 12.000 sowas werde ich aufmachen. Weil es halt doch so ein schwerer Mähdrescher ist. Das wird mir vielleicht noch angebracht.
Ja, und mit B können wir natürlich dann... Da haben wir schon das erste Problem. Er bremst also relativ spät. Das heißt, Problem, das ist halt eher eine Gewöhnungssache. Ja, er bremst wirklich relativ spät. Das ist wirklich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wenn wir jetzt hier mal fahren... Und wir haben übrigens auch einen Hangausgleich. Das finde ich persönlich... Mir gefällt das nicht so. Wenn jemand eine bergige Map hat, ist das wirklich eine tolle Sache. Aber bei mir... ich mag das nicht, wenn das alles so hin und her schleudert, wo man gerade auf einer Ebene, auf einem ebenen Terrain ist. Da haut es doch leicht hin und her. Das finde ich dann, mag ich nicht so, aber das ist, wie gesagt, Ansichtssache. Ansonsten, die Einzugsanimation ist perfekt. Mal schauen wir mal, dass wir alles erwischen. Das wäre es nicht ganz so toll. Wie gesagt, die Einzugsanimation ist wirklich super. Die, ich möchte sagen, die Maisreihen verschwinden auch genau in der richtigen Reihenfolge. Und wir haben auch, wenn wir hier die 12 Meter anschauen, übrigens, das ist hier komisch, dass er die letzte Reihe nicht mitnimmt. Jetzt nimmt er sie mit. Also das ist ein bisschen grenzwertig. Das ist wirklich grenzwertig, wenn wir schauen, wir fahren jetzt genau mittig. Aber das kennen wir ja schon, da kann der Roller nichts für, das ist leider Standard. Hier haben wir noch, ja, relativ gerade, aber hier, wie gesagt, ist es schon nicht mehr gerade. Das ist eben bei 12 Reihen, geht schon an, wenn wir noch breiteres Schneidwerk haben, haben wir auch ein Problem. Ja, wie es hier das Getreide reinhaut oder den Mais reinhaut, das ist auch richtig geil. Wir sehen, wir haben hier schon 40%, also mit 12 Reihen erreichst du was. Also ich finde wirklich eins der schönste Deutschmähdrescher, den ich je gehabt habe, und ich glaube, den werde ich dann auch mal auf dem Hof benutzen. Ich glaube auf jeden Fall, aber hier auf der Two Rivers dann, da kommen dann ein Haufen neue Maschinen, vielleicht auch ein bisschen kleinere. Weil diese ganz großen mit 13,70 Meter Schneidwerken, die passen eben nicht zu Two Rivers. Die passen auch nicht zu Björnholm eigentlich, eher zu West Virginia. Aber die Map finde ich hässlich und so einfallslos. Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder. Freunde, ich sage danke fürs Zuschauen. Ein sehr geiler Mentor, der ist auf jeden Fall wert, es gespielt zu werden. Mit sehr geilen Animationen, sehr gute Texturen. Und also er ist es wirklich wert. Ein paar kleine Marken. Übrigens, Spiegel habe ich auch vergessen. Natürlich haben wir auch Spiegel, die zwar nicht so... Wir sehen hier also diese... Ja, es sieht jetzt nicht wirklich gerade spitze aus, muss man sagen. Das könnte man noch überarbeiten. Ansonsten gibt es hier nicht viel auszusetzen. Ja, macht's gut. Ciao.